Herzlich willkommen zur Bastelstunde mit Chrissy. Ich habe mir ein richtig cooles Set gekauft, und zwar dieses hier. Ich habe ja tatsächlich schon in den Shorts eine Sache gebastelt. Wir wollen heute den Stern hier machen. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. Das soll nämlich richtig cool als solcher Geschenkanhänger benutzt werden können. Und da wir noch Geschenke einpacken müssen, machen wir das jetzt einfach mal. Organisiert wie ich bin, habe ich mir hier schon alles bereitgelegt. Die Perlen und die Schale. Hier das Band war dabei, die Nadel war nicht dabei. Braucht man auch nicht unbedingt. Den Tannenbaum habe ich auch ohne gemacht, aber das waren Firlefanz und Leute, meine Nägel. Mal gucken, ob ich das damit überhaupt hinkriege. Genau, ich habe noch diese Plastiknadel gefunden. Keine Ahnung, wo sie herkommt, aber das war für mich mit dem Einfädeln einfach einfacher. Ich habe da keine Geduld. So, schaut es aus. Ich hoffe, die passen da durch. Wir machen mal den Test. Schwubbidi, wubbidi. Boah, knappe Kiste, aber passt. Super. So, zuallererst brauchen wir einen 1 Meter langen Faden. Ich habe den jetzt mal abgeschnitten und jetzt sollen wir 12 Perlen, anscheinend sind hier zwei verschiedene Größen bei, in einem Kreis zusammenfädeln. Das machen wir doch glatt mal, ne? So, wenn wir jetzt 12 Perlen haben, soll ich jetzt hier einen Knoten machen. Ich schaue mal, dass meine Bändchen beide gleich lang sind und dann eigentlich soll das so ein Kreis sein. Mal schauen. Das knoten wir jetzt fest. So, ich habe jetzt hier einen Doppelknoten und schwupp. So, das ist mein Kreis. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt wird es complicated. Jetzt sollen wir nochmal 2 Perlen auffädeln. Also nach dem Knoten nichts abschneiden. Die mache ich mir mal hier rauf. So. Schaut es aus. Und dann soll ich eine Perle auslassen, die nach dem Knoten und durch die nächste Perle durchgehen. Aha, das sieht ja schon fast nach dem Stern aus, Kinder. Nicht. So, das mache ich jetzt wieder. Jetzt fädel ich wieder 2 Perlen auf. 1, 2. Lasse wieder eine Perle aus und gehe durch die nächste. I hope so. Oder doch die davor. Ach du heilige grüne Neune. Die müsste das sein. So. Und das machen wir jetzt einmal im Kreis rum. So, wieder 2 Perlen. Die eine auslassen. Und zack. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig gemacht. Haha. Nein, habe ich nicht. Ich habe irgendwo, glaube ich, einen Fehler gemacht. Oder wenn ich jetzt nochmal 2 Perlen auffädel. Tschack. Tschack. Und dann durch die gehe. Dann bin ich wieder beim Knoten. Okay, es könnte doch richtig sein. Schaut schon nach einem halben Stern aus, Kinder. Fehlt nur noch die Enden da oben. So, jetzt wurde es tricky. Ich war hier beim Knoten, bin jetzt durch die Perle hier hoch. Man sieht es gar nicht, ne? Haha. So, also ich war ja beim Knoten wieder rausgekommen, gehe jetzt durch die Perle nach oben durch, das habe ich schon gemacht, fädel mir eine neue Perle auf, ihr macht das, glaube ich, auch einen Sinn, und gehe dann hier wieder rückwärts durch, also quasi wie im Zickzack. Warte, ich ziehe den mal durch, tschack. Seht ihr, dass das Dreieck entsteht? Da. Und jetzt gehe ich wieder im Dreieck hoch und runter. Ich blende euch mal hier die Anleitung ein. Also ihr geht jetzt immer, das ist das, was ich gerade gemacht habe, hier im Dreieck hoch, runter durch die mittlere Perle, die am Anfang vom Kreis schon da war, wieder hier hoch, runter. Versteht ihr? Könnt ihr nochmal eine machen? Ich gehe jetzt hier hoch. Ich komme aus dieser Perle. Ich gehe jetzt zum Zickzack hoch, fädel mir eine neue Perle auf, zack, die macht das Dreieck und jetzt mache ich die Zacke hier wieder runter durch den und durch die Mitte schon mal. Also ich kann auch eins am anderen machen. Erstmal hier die Zacke runter, dann gehe ich durch die Mitte, durch unseren ursprünglichen Kreis. Und dann gehe ich wieder hier den Weg hoch, wo gleich, also hier gehe ich wieder hoch, wo gleich mein nächster Zacken kommt. So, ich glaube, so seht ihr es nochmal besser. Also wir machen jetzt mal noch eine Zacke und zwar, wir gehen hier hoch, zack, Richtung Himmel.
Dann fädeln wir eine Perle auf. Die macht gleich nämlich die Spitze. Dann gehen wir hier runter durch die Zacke quasi. Zack. Dann gehen wir durch unseren Mittelring. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen das Band ziehen. Das wird ein bisschen kurz. Durch unseren Mittelring. Na, jetzt habe ich eine große Katastrophe gemacht. So. Und dann gehen wir wieder die letzte Zacke nochmal. Oh, ich muss mal hier ein bisschen fester ziehen. Die letzte Zacke hoch. Fädeln wieder einen auf. Und gehen die Zacke hier wieder runter. Zack. Ziehen das ordentlich fest durch den Mittelring. Und dann müssten wir wieder bei unserem Knoten ankommen. Zack. Jetzt können wir hier einen beliebig schicken Knoten machen. Zagedi, zagedi, zack. Eins. Oh, der ist jetzt noch ein bisschen lang. Ich habe, glaube ich, einen Faden ein bisschen lang gemacht, aber macht ja nichts. Und dann können wir hier oben eine Schlaufe dran machen, je nachdem, ob man das anhängen möchte oder nicht. Einmal hier ziehen. Und das ist unser Stern. Kann man denn hier so schick auf so ein Geschenk tun, an Tannenbaum hängen oder sonst was. Ich finde den wunderschön, genau. Hier wird er sich sicherlich auch gut machen. Naja, in diesem Sinne verabschiede ich mich mit meinem Stern von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und beim Nachmachen. Das ist echt super easy eigentlich. Und ja, viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal.